Hatte totale Vorbehalte und war dann so weggeblasen von diesem Instrument und alle anderen auch. Auch jetzt will sie eine eigene Geige von Annika haben. Guck mal, und hier, ungewohnt. Das wird nämlich vielleicht deine hier, genau. Guck mal. Steht da Johanna drauf? Doch. Steht da drauf? Johanna. Steht da Johanna drauf? Mhm. Heute muss sie erst einmal mit ihrer aktuellen Leihgeige zur Inspektion. Mir kommt die E-Saite sehr nah sehr niedrig. Sehr niedrig vor mittlerweile, ja. Ich weiß nicht, ob das kann sein, dass sie sich ein bisschen reingegraben hat. Die sich hat, einfach ne? reinfrisst. Also ich habe das Gefühl, da ist nicht mehr so viel Spielraum. Denn auch das ist eine wichtige Aufgabe der Geigenbauerin. Sie muss ihren Patientinnen, Geigen, erste Hilfe leisten. Für Johanna macht sie das seit 10 Jahren. Dann auch in der Stresssituation weiß, okay, man weiß genau, wie der seine Bogenhaare drin haben will. Und kann das jetzt machen. Ne? Und das ist